Ich treib's auf die Spitze! Turm der Zeit. Ein neues Bonus-Level. Willkommen zurück zu Skylanders Swap Force. Wir werden uns in diesem Part dem Bonus-Level ein bisschen widmen. Schauen wir uns mal das Ganze an. Wow, die. Wo kommt das denn jetzt her? Ich weiß nicht, auf einmal war er da. Oh, nett. Ist bestimmt toll da drin. Na los! Warte, willst du allen Ernstes da rein, Flynn? Das könnte gefährlich sein. Ja, den Flynn schicken wir auf jeden Fall gleich mal vor. Kein Problem. Ihr seht schon. Oh, und ist schon wieder vorbei. Hat Oh, hier ist es, bei den Trainingspuppen. Also Turm der Zeit, ein magisches Item, was wieder Damage austeilen kann. Popthorn, der neue Kuschelpartner des Flynns, wird im Bett ein bisschen stechen, aber der Flynn hat sowas gerne. Oder Flynn, du liebst die Gefahr, oder? Also rein in den Turm der Zeit. Ach, endlich! Wir dachten, du würdest nie kommen, Mr. Flynn. Und bei dir ist ein Skylander. Exzellent, exzellent! Wie hast du... Irgendwas stimmt nicht mit dem Turm der Zeit. Er dreht sich zurück und schickt uns in die Vergangenheit. Wenn das nicht korrigiert wird, stecken wir in einer endlosen Zeitschleife fest. Das klingt verwirrend und ziemlich merkwürdig. Und auch verwirrend. Oh je! Oh, das hast du also gemeint. Ja, das ist wohl ein Problem. Psst, hey. Wer ist dieser flotte Pilot da drüben? Das kann nicht gut sein. Wow, die? Du bist ich. Ich meine, ich bin du. Ich bin natürlich ich, aber du bist auch ich. Das ist abgefahren. Oh nein, nicht schon wieder. Ich würde sagen, es ist vorbei. Gut, wer will Enchiladas? Du verstehst nicht. Das geht schon seit Tagen so. Und es wird immer schlimmer. Wir werden immer öfter in die Vergangenheit zurückgeschickt. Moment mal, das ist doch diese Nervensegel Kluck. Was macht er im Turm der Zeit? Er muss an allem schuld sein. Bürger von Uhrenstadt? Schon Jahre habe ich jetzt das nervige Gebimmel dieser Turmuhr ertragen. Es reicht jetzt. Jetzt bin ich dran. Und ich habe diesen fabelhaften Anzug. Dank meiner Freunde. Möchtest du sie treffen? Tollpatschige. Die Trolle verwüsten den ganzen Stadtplatz. Tollpatschige Trolle werden garantiert nicht den Stadtplatz verwüsten. Turm der Zeit, schnell nach vorne. Benutzt den Zeitstoppschalter. Geh über die Brücke und reinige ihre Uhren. Okay, schnell wieder runter damit. Hey, was ist denn jetzt los? Nein, wollte ich ja nicht. Wieso nochmal Turm der Zeit? Ich will nicht noch weiter zurück. Ich brauche nicht noch mehr Flints. Hey, runter mit dem... Ah, oh, jetzt ist es schon aus. Schade. Was tut er denn? Ganz interessant. Ja, ich komm schon. Lass mir ein bisschen Zeit. Ja, ich weiß, wir brauchen nicht noch zwei oder drei zusätzliche Flints. Wie du gesehen hast, kannst du mit einem Zeitstoppschalter alles in der Bewegung anhalten. Okay. Jetzt. Und rüber. Gut, Popthorn, eine neue Figur. Ich bin gespannt. Langsam hüpft sie dahin. Die Trolle hier können noch weniger tun, während ich die Zeit angehalten habe. Schnell, mach dich aus dem Staub. 25, das ist die bessere Attacke. Na, 10. Auch nicht schlecht. Vielleicht in Kombination. Ja, schaut nicht schlecht aus, wenn ich beides machen kann. Kann ich hier einiges an Schaden ausrichten. Ich habe Kraft! So geil. Geschafft! Aber wir haben ein Problem. Die Zahnräder zur Turmtür sind weg und wir kommen nicht rein. Du brauchst sie, wenn wir Kluck stoppen wollen, bevor die Zeit völlig aus den Fugen gerät. Wir haben das Tor zum Dampfwerk eröffnet. Eins von Klucks Nestern liegt dort. Also sieh dich dort gut um. Viel Glück! Danke, das sollte ich nicht brauchen, aber der Kleine sieht irgendwie süß aus. Man muss A halten, oder?
Wie werde ich wieder groß? Vorne ist es gegangen, wenn ich... Ah, alles klar. Y zum groß werden, dann kann man schießen. A zum klein werden. Ganz lustig. Bin ich eigentlich schneller im Laufen? Nein. Zeit anhalten. Was ist hier unten? Hier hole ich mir nur den Tod. Gut, gut. Dann gehe ich mal hier weiter. Sehr lustig. Interessante Figur. Ich bin mal gespannt, was die so am Potenzial bieten wird. Das sollte reichen. Hüpf. Und nochmal. Schaut übelst geil aus, der Level. Also der erste Eindruck ist echt bombastisch. Du kannst Ventile wie dieses hier verwenden, um zu bestimmen, wohin der Dampf geleitet wird. Gut, gut. Und jetzt? Hier hoch. Da ist ein Zirkel oben. Okay, bringt nur Kohle. Dann hole ich mir den Schlüssel. Gut, ist hier noch irgendwas? Ein eigenartiger Baum. Wie der wächst. So. Ein Segelform. So ein Halbmast hoch. Aber wenn ich mir denke, wieder eine komplett neue Idee, denen gehen echt die Ideen nicht aus. Das finde ich echt toll. Immer irgendwie was Neues, auch komplett neue Spielelemente. Alles klar. Und? Ich glaube, das wird sicher nicht umsonst sein. So, dass das gleich nach oben geht. Nein, gar nicht. Interessant. Schlüssel. Ah, da drüben ist noch was zum Hochgehen. Und Technologie ist geil. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Wir haben nämlich upgraded im letzten Part. Nitro Magna Charge. Anziehen und angreifen. Hauptsächlich die obere Hälfte, aber auch die untere Hälfte im Level. Oder war es schon vor zwei Parts? Also ich kann mich ein bisschen schneller fortbewegen. Sollte... warte mal. Das war nicht so toll. Jetzt. Gut, gut. Hier rüber. Und hoch. Jawohl. Ist da rechts eigentlich irgendwie... Ah, das schaut irgendwie so danach aus, als ob da irgendwie was gewesen wäre. Also, besser mal hier hoch. Hier sind Uhrwerke. Wahrscheinlich nur Geld. Jawohl, aber gar nicht wenig Geld. Gar nicht wenig Geld. Oh, oh, das wird knapp. Aber ich komme sogar richtig raus. Also, gar keine Gefahr hier. Alles klar. Ein Hut. Und wo teleportiert er mich hin? Hat es da noch irgendwie eine andere Stelle gegeben, wo es was zum Sammeln gab? Oder war das eine Sackgasse? Oder kommen wir da raus? Ein Kleeblatt-Hut. Kobold-Hut. Ob der Glück bringt? Ich weiß nicht. Ich habe so meine Bedenken. Ich hebe ab. Hui. Sieht übelst gut aus. Da fliegt er dahin. Warte mal, was ist da oben? Habt ihr das gesehen? Da ist irgendwie was Neues oben, so eine Art Kiste. Boom. Also da muss das Timing jetzt perfekt stimmen. Das ist irgendwie schneller gegangen. Nein. Boah. Boah, verdammt. Zu gierig. Wollt einfach schneller sein. So, warten. Und jetzt hüpfen. Perfekt. Oh, ich habe eh gedrückt. Ach so, warte mal. Ich muss die Zeit anhalten, ich Idiot. Na, jetzt ist es aber irgendwie blöd. Was ist das da oben? Ich will's wissen. Verdammt. Nein. Jetzt. Gut, gut, gut. So, ein bisschen schneller. Passt schon. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und hoch. Hoch mit dir. Was ist das? 67. Werkzeugkasten. Hat sich angehört wie ein legendärer Schatz. Auch mal ganz interessant. Nun gut. Da ist schon wieder das Ende. Also das war die Stelle. Also nichts Besonderes in Anführungszeichen. Irgendwie was zu sammeln und das war's dann auch schon. Ich muss nur das Ventil hier auslösen. Schneller. Ja, ich habe mir es fast gedacht. Für irgendwas wird das doch gut sein. Verdammt. So, Zeit anhalten und hoch mit dir.
Jetzt wird's klappen. Ist auch, ja, ich finde es richtig cool, dass sie einfach so mal die Farbe rausnehmen, auch das Tic-Tac. Was für ein spannender. Wo dann das immer heller wird, immer farblicher gestaltet wird, von Schwarz-Weiß wieder zurück. Eine geile Idee. 24, ja, ist aber nicht so schnell. Also es braucht trotzdem relativ lange. Und der will mich hauen. Das darf nicht sein. Mal schauen, nehmen wir den mal mit. Man muss echt genau perfekt in diesem Bereich bleiben. Aber sobald man einmal hüpft, ist es vorbei. Dann ist er sowieso wieder fertig abgedampft hier und entkühlt. Na gut. Immer in Schwung bleiben. Ich genieße gerade die ganze Atmosphäre. Das schaut so richtig, so hexenmäßig, auch das Haus hier oben oder spukmäßig. Ah, mit dem Wald, das ist einfach genial, die Atmosphäre. Hey, warte mal! Oh nein! Ich hab's gesehen. So, halten wir zuerst die Zeit an. Und jetzt hoch mit dir, mein Junge. Ich werde Popcorn dann wieder nehmen, sobald die ersten Gegner auftauchen. Oh, die waren gerade. Aber mit Nitro Magna Charge kann ich mich doch bei weitem schneller fortbewegen. So, mein Junge. Oh, ein legendärer Schatz. Man merkt schon dadurch, dass die legendären Schätze noch ein Erfolg kein Gold mehr bringen, bekommt man schon im Spielverlauf ein bisschen weniger Gold als in Giants. Nur ein Swap Skylander mit der Buddelfähigkeit. Ja. Also ich fühle mich so ein bisschen hingezogen zu den Buddel-Challenges. Ich werde die nochmal ausprobieren. Vielleicht ist ja irgendwie was Neues hier. Keine Ahnung. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Skylander. Ich habe zwar nur den einen mit der Buddelfähigkeit, aber mal ein bisschen durchprobieren. Lass mir auch ein bisschen Variationen reinbekommen. Popform mit Buddelfähigkeit. Nein, der lässt sich nicht kombinieren. Auch wenn er platt gedrückt ist, auch wenn nicht ihm die Puste ausgeht und er keine Stacheln abfangen kann. Auch wenn er sich nicht aufgeblasen hat, den kann man nicht kombinieren. Beim besten Willen nicht. So, hier hoch. Das ist diesmal komplett was anderes ohne diese Loren. Nein, jetzt. Und buddel dich rein. Viel Gold bekommt man nicht, obwohl es eigentlich viel aussieht. Ich glaube, ja doch, ein 50er. Ein 50er. 50 Gold. Auch nicht so wenig. Darf man nicht vernachlässigen in diesem Spiel. Da am Anfang sowieso nicht so viel Gold zu haben ist, um alle Skylander, alles vor Skylander hier upgraden zu können. Gute Arbeit. Okay, danke, danke. Muss ich hier runter? Hier unten glitzert was. Hier komme ich aber irgendwie nicht runter. Nein, dann werde ich hier hochgehen. So. Aufpassen. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ist sich aber noch rausgegangen. Alles noch geklappt. Und hier ist... Ah, da oben. Ist noch das letzte. Das könnte ich mir holen. 25 Sekunden. Das war aber ein gewagter Sprung. 20. Das wird knapp. Jetzt muss ich schon froh sein, wenn ich überhaupt wieder zur Stelle hinkomme. Also da sollte ich mir tunlichst keinen Fehler mehr erlauben. 10, 9, 8. Das wird verdammt knapp werden. Vor allem, wenn ich so spiele. Ja, es geht sich aus. Es klappt noch alles in der letzten Sekunde. Boah, war das knapp. Ach nee, ich hab's doch versaut. Scheiße. Na gut, dann mache ich das. Offscreen natürlich nach. Es hat man gut gesehen, dass ich noch den Kristall bekommen habe, aber es hat nicht mehr gezählt. Schade. So, Zeit anhalten. Und auch der Fire Driller bewegt sich weg. Bewegt sich fort. So, bewegt sich fort wie ein Affe. Gut, Popcorn. Hau ich dich wieder mal drauf. Ich muss sowieso wechseln. Da der. Ich treib's auf die Spitze! Driller viel zu langsam ist. Turm der Zeit. Ob es nochmal wirkt? Ich glaube wohl nicht. Leider nein. Nein.
Ist schon alles vorbei. Hier in das Haus können wir wahrscheinlich nicht rein. Nee. Okay, warten. Und go, 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 mein Junge. Hüpf ein bisschen schneller. Oder mach dich klein. Krabbel wie eine Schildkröte. Aber tu was. Das finde ich so geil. Es schaut absolut, absolut hinreißend aus. So richtig naturmäßig, hexenhausmäßig. Was auch immer, richtig mystisch. Gefällt mir sehr gut. Und der Kleine passt hier ordentlich dazu. Ein Nest. Finde das Zahnrad im Dampfwerk. Nummer 1. Hey Skylander, schau mal her. Das alte Mädchen hier ist ziemlich einsam. Dabei braucht es eindeutig nur einen überragend umwerfenden Meisterpiloten. Wir können dich in Windeseile zurück zum Platz bringen. Hüpf rein. Einen Meisterpiloten. Wo ist dann unser Baron geblieben? Unser Baron Schapfin. Ha? Flynn? Du meinst also, ich wäre flotter als mein anderes Ich, ja? Weißt du, Skylander, manchmal denke ich, ich gehe da rein und kümmere mich einfach selbst um die Trolle, aber ich will dir ja nicht die Show stehlen. Er hat mich gesehen. Verstehst du doch, oder? Ich habe dem Flynn nichts getan. Du hast ein Rad. Jetzt musst du es nur noch in die Tür stecken. Ah, okay. Nichts leichter als das. Nix wie rein damit. Gut gemacht. Jetzt brauchen wir noch 2 Zahnräder, damit die Tür aufgeht. Die Skylander haben was? So, du klaust also gern Zahnräder von ehrbaren Vögeln, ja? Dann habe ich eine Überraschung für dich, Skylander. Ich würde mal das eher andersrum behaupten. Die Vögel klauen uns die Zahnräder. Und wir holen sie uns nur zurück. Zeitzauberknecht. Oh. Der kann auch die Zeit anhalten. Interessant. So, mein Junge. Oh ja. 25? Macht das irgendwie mehr Schaden? Warte mal. Wenn ich das jetzt hier durchrasen lasse. Ich habe Kraft. Okay, ich kann A halten. 9. Es macht nur viel, wenn ich aufgepustet bin, dann fehlen 25. Wow, aufpassen. Einmal pusten und dann gleich wieder. Oh! Gleich wieder die Stacheln abfeuern. So, mein lieber Zauberknecht, du kommst nicht mehr davon. Und da ist es um dich geschehen. Level up! Gut gemacht! Jetzt brauchen wir noch 2 Zahnräder, damit die Tür aufgeht. Wir haben zum Glück die Tore zum Windwerk geöffnet. Da gibt es noch ein weiteres Nest. Viel Glück! Danke, danke. Dann schauen wir uns gleich mal diesen Teil hier an. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Alles klar. Nun krabbel dahin, mein Kleiner. Nein, ich habe gesagt, krabbel dahin. Ah, das wird knapp. Ah, gerade nicht, weil es. Ja, jetzt kann ich das nicht bewegen. Shit. So. Zack. Jetzt aber mein kleiner Krabbel um dein Leben hier. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss anscheinend so spät wie möglich springen, sonst klappt das nicht. Kamera an sich täuscht da wirklich gewaltig. Gut, die nächsten Knilche, die nächsten Gegner. Windelement, wow, 1 KP. Du bist doch echt verrückt. Überlebt mir das zum Glück noch. Aber nun darf ich mir keinen einzigen Fehler mehr erlauben. Und den habe ich mir schon. Oh nein, mein Lieber. Popfallen. Nicht schlapp machen. Nicht aufgeben, mein Junge. Du bekommst im nächsten Level wieder eine Chance. Stealth wird das regeln. Keine Sorge. Leise, aber tödlich. Ansonsten haben wir was mit Mass oder gegen. Massive Gegner nicht, gegen viele Gegner. Wen haben wir denn da? Stufenaufstieg. Level up ist immer gut. Ansonsten Stealth kann eh schon alle Gegner. Wow, aufpassen. Alle Gegner um mich. Um Stealth herum. Gut. Besiegen. Indem ich da wirklich 2 bis 3 Gegner auf einmal treffe und schon ist es vorbei. Nein. Schon langsam wird es aber schwierig. Was habe ich denn noch nicht gezeigt? Na, eigentlich habe ich eh schon alles gezeigt im Prinzip. Ich habe noch einen neuen Skylander natürlich im Petto.
Den will ich aber jetzt noch nicht auspacken, denn ich weiß nicht, wann die neuen kommen. Ich glaube, im nächsten Part werde ich den vielleicht mal zeigen. Boah. Ah, im übernächsten. Wenn wir das Bonuslevel abgeschlossen haben, ist wohl besser. Popfon ist leider schon K.O. Da habe ich mich blöd angestellt, aber man merkt halt schon auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ohne Upgrades braucht man schon relativ lange, um die Gegner zu besiegen. Und da hat man dann schon gute Chancen, um selber drauf zu gehen. Hier bin ich in meinem Element. Oh, die Schriftrolle. Ich habe schon so lange keine mehr gefunden. Dabei haben sie mir so viel Lustiges zu bieten. Gut, les mal vor, lieber Ian. Die Zahnräder im Turm der Zeit drehen sich im perfekten Einklang, damit sich alle Dinge in den Skylands vorwärts bewegen. Das bedeutet natürlich, dass ein Herumspielen mit dem Ziffernblatt zur Folge haben kann, dass sich die Zeit rückwärts bewegt. Und in seltenen und unangenehmen Fällen sogar seitwärts. Ist das geil. Die Zeit seitwärts. Bin auf Erfolgskurs. Ach ja. Hier läuft sie nur rückwärts. Vielleicht kommt es noch dazu und später läuft die Zeit auch noch seitwärts. Ah. Eine Abzweigung nach links, eine nach rechts. Ich werde die nach rechts nehmen. Das Minispiel kennen wir doch schon. Und ich habe gerade den Lift verpasst. Meine Güte. Hier kommt aber schon der nächste. Gut, was hätte ich denn hier noch? Oh, ein Hut da drüben. Soll ich vielleicht noch warten? Wo bringst du mich hin? Gibt es da noch irgendwas zu sehen oder nur eine gute Aussicht? Nein, nur eine gute Aussicht. Gut, dann werde ich hier jetzt hochfahren. Alles klar. Mein 32 Base Damage ist wirklich schon sehr, sehr viel. 2400 Gold, da könnte ich mal langsam upgraden gehen. Voraussetzungen dafür wäre natürlich... Oh nein! Eine Upgrade-Station. Hm. Mal sehen, gibt es in dem Level überhaupt eine? Bin mal gespannt. Stufenaufstieg. Heißer als Eis. Das Feuerwerk hat ihn fast ausgeknipst. Interessant. Jetzt nach unten. Oh ja, hier. Ja, perfekt gelandet. So, supi. Den Hut hat man schön von drüben gesehen. Was ist das? Eine Eintrittskarte? Ein Andenken. Vulkanparty-Ticket. Bin auf Erfolgskurs. Ist das ein Hut gewesen? Das wäre mal was. Wenn er jetzt eine Karte umhat. War aber, glaube ich, ein legendärer Schatz. Ich habe jetzt nicht hingeschaut. Habe nur mich auf die Karte konzentriert. Ist aber keine Bonus-Missionskarte gewesen. So viel stand, glaube ich, fest. Oh, süß. Echt cool. Es schaut einfach himmlisch aus. Ich bin absolut zufrieden. Okay, dann werde ich sagen, dieses Rätsel lösen wir noch. Das schaut interessant aus. Hm. Ja, einmal muss ich noch warten für den Schlüssel. So. Jetzt hier. Schnell, 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 mein Junge. Jawohl. Gut. Vorne brauche ich das dann noch. Ach so, einmal anschieben, genau. Einmal noch im Kreis drehen. Was war denn da eigentlich da links? Da habe ich gar nicht geschaut. Ja, ich werde es mir vielleicht noch kurz anschauen, oder? Gibt es irgendwas Interessantes? Ein Haus. Okay, eine Kiste mit einem Giant-Symbol. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich will immer Geld haben hier. Die brauche ich noch. Die guten Goldmünzen für die Upgrades. Das Feuerwerk ist richtig interessant, da die Gegner dann so ein bisschen außer Gefecht gesetzt werden und am Boden landen. Obwohl es nicht viel Damage macht, ist es sehr, sehr hilfreich. Vor allem gegen eine ganze Gruppe von Gegnern. Definitiv empfehlenswert. Gut, gut, lieber Giant. Mach die Kiste auf und ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns im nächsten Part dann mehr an von diesem Bonus-Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Skylanders Swap Force.